Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Geschehnisse während der Nazi-Diktatur aufgearbeitet, auch soziologisch. Und eine der Fragen, die gestellt wurde, war: Ab wann bemerkten die Deutschen und Österreicher, dass sie in einer Diktatur lebten? Die Antwort war sehr oft: gar nicht. Wer in der Masse dabei ist, bemerkt nicht, dass er in einer Diktatur lebt. Wenn die Leute während der Nazi-Diktatur nicht einmal bemerkt haben, dass das, was sie gerade haben, eine Diktatur ist, wie soll man denn dann heute erkennen können, ob man in einer Diktatur lebt oder nicht? Wer selbst auf der anderen Seite steht, der wird schon bemerken, dass hier irgendwas in Schieflage gerät, eine Spaltung der Gesellschaft passiert. Alle anderen nicht. Tyrannen sorgen immer dafür, dass die Mehrheit unbehelligt bleibt. Und die eigenen Taten gegenüber den anderen werden als normal, logisch und notwendig dargestellt. Der andere Aspekt, der nicht vergessen werden darf: Niemand, absolut niemand, sieht sich gerne selbst im Unrecht. Und so übernimmt der Mitläufer die Botschaften der Staatspropaganda nur allzu gerne. Denn nach diesen ist er der gute, der rechtschaffende und vernünftige Bürger, während die anderen im besten Fall Wirrköpfe, im schlechteren Fall rundheraus Volksverräter sind. Am Anfang werden diese Andersdenkenden, die Feindgruppe, ja auch nicht rundheraus ermordet. Zuerst kommt die Dämonisierung und die systematische Verleumdung. Dann Gesetze, die eine gewisse Diskriminierung vorsehen, sowas wie eine Sperrstunde, ein Ausgehverbot zu gewissen Zeiten, schikanöse Sonderregelungen und ähnliches und eben nur für diese Feindgruppe. Selbstverständlich wird zu diesem Zeitpunkt noch ein Rechtsstaat vorgespielt. Die Betroffenen dürfen sich an den Verfassungsgerichtshof wenden und dieser wird dann in der Sache ganz ernsthaft beraten und zum Ergebnis kommen, dass die Diskriminierung rechtens war. Der Mitläuferbürger wird zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen spöttisch sein und sagen: Ja, was wollt ihr denn? Ihr dürft ja demonstrieren. Der Verfassungsgerichtshof hat doch bestätigt, dass alles in Ordnung war. Wo ist denn da eine Diktatur? Der Mitläuferbürger bedient sich in dieser Phase bereits der Mittel Spott und Hohn und ist da im Prinzip bereits so weit gegangen, dass er nicht mehr zurück kann. Der Staat wird in seiner Agenda weitermachen. Das Framing wird fortgesetzt und weiter geht es dann im Teil 2 der Serie. Wann und ob dieser Teil 2 kommen wird, wird sich zeigen. Falls nicht hier auf dem Kanal, man kann ja gerade live zuschauen, was dann so passiert. Danke für deine Zeit.